Gut, dann könnt ihr in den Chat ja nochmal gucken wegen der Lautstärke und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Danke. Und bis später. Ja, bis später. User left your channel. So, bevor es gleich mit Arkham City losgeht, wollte ich mal fragen, ob das mit dem Ton so hinhaut. Wenn nicht, können wir es gleich noch ein bisschen was ändern. Ja. Und dann würden wir euch jetzt mal alle herzlich begrüßen zur Batman Arkham City. Also, wenn mit dem Ton alles in Ordnung wäre, würde ich jetzt starten. Okay. So, und ich habe die Story schon mal begonnen gehabt und dann, bevor es losging, Neustart gemacht. Das hat den einfachen Grund, dass wir da gleich, bevor es losgeht, schon auf. Ups, bei mir ging gerade Datei Money. Nochmal kurz. Ja, so sieht's aus. Die Technik. Dann kann der One schon beginnen. Weil wenn wir gleich starten würden, wenn das Spiel beginnt, würde die Catwoman erstmal ihre Krallen ausfahren. Und da würde man so 3 Sekunden verlieren. Nachdem ich mich um die Deswegen gekümmert startet man habe, da schon mal ging's mit vorneweg eigentlichen Grund und meines macht dann Lebens. auf Neustart und dann beginnt der One erst. So, und da sehen wir hier den Ich Professor muss mich wohl Strange. bedanken. Das ist gut, dass man alles uns sehen kann. Als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Der richtige One fängt er erst so in 5 Minuten an. War das erstmal hier so Einführung mit dem Bruce Wayne. Verraten. Bis wir den Batman-Anzug haben. Und wir sehen gleich 3 super Verbrecher und Feinde von dem Batman zu Beginn. Kann ich ja gleich mal alle zeigen. Und die Sprache, die hat keine Auswirkungen auf den One. So, sehen wir immer hier den Black Mask. Der erste übrigens war, der aus Arkham City ausgebrochen ist, aber wurde bei Zeiten wieder eingefangen. Und das ist der Deadshot. Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Ich kann nicht glauben. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichtig über Ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Und gleich, wenn die Tür aufgeht, oben rechts auf dem Dach sieht man auch den SUL, der den Batman oder vielmehr den Bruce Wayne schon beobachtet hat seit der Ankunft in Arkham City. Jo.
bin der Thomas, ja, das lass mal nicht weitermachen, wenn man das geschrieben ist, etwas leise. Ja, okay. Ich sagte aufstehen. Und was ist da leise? Warte mal, steht mal. Ich, du oder das Spiel? Allgemein, bitte. Okay. Mach ich allgemein ein bisschen lauter. Hallihallo, Mr. Wayne. Was er hier ziemlich befriedigend ist, wenn man auch als Bruce Wayne den Katapult niederstrecken kann. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das nun ja. Und im Speedrun tut man den Kabelpott klein niederschlagen. Spart auch nochmal so 5 Sekunden. Weil sonst müsste man warten, bis der Befehl kommt von dem Kabelpott, uns anzugreifen. Das Stream ist halt auch leise, ich kann's ja gerne mal sehen, wenn du oben gehackt hast. Und die Kamera zum Gericht die Beutel schwingen, da kannst du noch ein bisschen lauter drehen. Ja. Ja, wir drehen das gerne ein bisschen lauter. Von hier unten kann ich Alfred nicht kontaktieren. Wenn er mit dem Bruce Wayne oben angekommen ist und es gehackt hat, dann dreht das schon ein bisschen lauter. Da kommt nämlich eine kleine Cutscene mit Anzug anziehen und so, die wir nicht skippen können. Alfred, hast du meine... Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll C... Sind Sie eingetroffen, Sir? Jetzt noch unseren wunderschönen Batman-Anzug an. So, jetzt müsste der Ton eigentlich besser sein. Alfred, ich habe einen Attack. So, ich hoffe, es ist jetzt besser. Alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist ja, das können wir hier leider nicht skippen. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle Gunn. So, jetzt habe ich allgemein lauter gemacht. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Jetzt auch besser. Okay. Ich muss nach Catwoman suchen. So, und den ersten Superverbrecher, den wir als Batman jetzt besiegen, ist der Two-Face. Wobei das leider in der Cutscene passiert. Im Speedrun gestippt wird. Das ist logisch. Aber der Two-Face bekommt am Ende sein Fett weg von der Catwoman. So, und wir versuchen jetzt hier beim Kampf mehr in der Mitte zu bleiben, dass der Scharfschütze uns oben in den Visier bekommt. Weil der kann echt nervig sein. Wenn die Kombo ständig unterbrochen wird. Hier haben wir jetzt Glück, dass uns mehrmals nicht erwischt hat.
Wesens. So, wir versuchen jetzt Clay herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal in die Kirche einzudringen, ohne kämpfen zu müssen. Da müssen wir im perfekten Winkel über die drüber fliegen. Ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum? Die Flugbahn der Kugel führt mich gerade weg. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch. Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft. Na, die Lust hätte ich ohne mich mit dem Batman anzulegen. Jawohl, hat geklappt. So, und die nervige Einführung, wie der Batman in Jägerbegegnungen sich verhält, können wir auch skippen. Erstmal sparen wir ein paar Sekunden, so 2-3 Sekunden, indem wir langsam Richtung Tür laufen, dass der Harley uns nämlich folgen tut. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Weil das nämlich erst weitergeht, wenn die aus der Tür draußen ist. Und wenn wir schon hier vorlaufen würden, dann hätte das ein paar Sekunden kosten, bis er zur Tür raus ist. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Na komm, Harley. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn. So, wir laufen jetzt einfach hier vor, bis eine unsichtbare Wand kommt. Werfen dann unsere Rauchbombe, aber statt zu verschwinden, warten wir. Das wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken. Bis darauf wieder verschwunden ist und der Batman loslaufen kann. Leise nacheinander ausschalten. Und die sicherste Möglichkeit ist, wir springen über den rechten immer drüber und wieder zurück. Da kriegt man zwar ein paar Kugeln ab, aber das macht nichts. Und dann gibt es den Doppelausschalten im Idealfall. Manchmal kann man auch hier ein bisschen Pech haben und die stehen dann ein bisschen weit auseinander. Da kann man die Beide mit einer Attacke erwischen. Machst du mit guten Trophäen oder ohne? Warten Sie hier. Also am Anfang werden Riddler-Trophäen ein paar geholt, weil man ja ein paar bestimmte Updates fürs Kämpfen und so braucht, aber dann ab der Mitte dann nicht mehr, wenn wir unsere Updates haben, die wir brauchen. Hallo Dark Knight. Ja, da hast du recht, die englische Stimme, die was an Mercer Harley als die deutsche. Die ist ja richtig schön schrill. Da merkt man die Verrücktheit von der Harley raus. Ich mache sonst eigentlich auch immer eher auf Englisch das Spiel. Aber ich dachte mir, das deutsche Event, da können wir es mal auf Deutsch machen. Wobei die deutsche Stimme von dem Batman nice ist. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Und das erweiterte Realitätstraining in der ersten Phase ist die einzige Nebenmission, die wir hier in den Speedrun machen. Und das auch nur aus dem Grund, dass wir dann die Greifhakenverbesserungen bekommen. Damit können wir dann schneller durch Arkham City und können auch einige Räume besser skippen, dass dann beim Tiny den Hai von dem Kabelpot. Werde ich aber da nochmal drauf eingehen, wenn es dann soweit ist. Ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützen. Allgemein versucht man hier mehr an der Luft zu bleiben, als am Boden lang zu machen, weil das Gleiten ist ja natürlich viel schneller. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Ich bevorzuge hier die Taktik, hier noch zu landen, um den Ballon von dem Joker als Extrapunkte noch mitzunehmen. Aber auf dem PC würde man das hier machen, weil da gibt es eine bessere Flugdynamik. Die es auf Konsole leider nicht gibt. Da kannst du perfekt ohne abzusetzen und ohne Schwung zu verlieren hier durch. Erwartetes Realitätstraining aktiviert.
Wir versuchen jetzt auch hier das Training so schnell wie möglich zu lösen, indem wir nur einen Martengreifhaken benutzen. Durchgleiten. Aber das wird wohl... Ah, hat jetzt leider nicht geklappt. Musste ja als Backup auf der Fahrerkabine notlanden. Da ich zu wenig Schwung beim Runterholen bekommen hat. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Und wieder den Ballon geholt. Erweitertes Realitätstraining. Aber hier müssen wir jetzt genug Schwung haben, genau, um hochzukommen. So hätte es auch beim ersten Training normalerweise aussehen müssen. Und hier versuchen wir mit einem Schwung nach unten gehole, dass wir gleich durchfliegen können. Und auf das Dach landen. Was sonst jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit kosten, wenn wir auf dem Boot landen müssen. Und die Greifhakenverbesserungen, die reißt die Zeit, die wir hier in den Training verlieren, locker wieder raus. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ich sehe, Sie haben Batwing angefordert, Sir. Haben Sie beim Packen etwas vergessen? Nein, Alfred. Ich glaube, ich brauche den Greifhaken. Speziell hat das auch immer Spaß gemacht, das Cache, wo ich habe lange genug trainiert. Ich bin dabei und du hörst den Funk ab und die tun über den Batman, Batman oder die großen Klappe haben. Und dann haben sie Angst, wenn du runterspringst und den Bot drauf gibst. Das war immer gut. Ja, aber die Zeit oder den Luxus können wir uns in Speedrun ja leider nicht leisten. Und wie man schon sieht, versucht man auch mit ran, geht's hier entweder oben drüber oder unten unter die Objekte durch, viel Zeit im Flug zu sparen. Alfred, ich muss Ilk haben. Das hier ist ja glitschig, also werden wir gegen den Mr. Hammer kämpfen. Und da empfiehlt sich wirklich, den Bad Swarm zu benutzen. Oder Batman auf den Boden schlägt und die ganzen Fledermäuse kommen. Und die Zeit, die wir hier warten müssen, bis das Wasser das Gebiet bis abgekühlt hat, benutzt man immer im Speedrun, um hier mit dem ferngesteuerten Batwing eine physische Herausforderung von dem Riddler zu holen. Passt genau in die Zeit rein. So, und im besten Fall hat man hier an der Stelle jetzt zwei Updates. Hauptupdate benutze ich hier an der Stelle immer den kritischen Treffer, da man die auf einfach schneller down bekommt. Und den Batchworm, wie gesagt, um den Mr. Hammer schnell zu besiegen. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bei Any Percent würde man jetzt an der Stelle nur den kritischen Treffer holen, da man den Batchworm jetzt an der Stelle noch nicht braucht. Und das wichtigste Kampfupdate, das bekommen wir leider erst viel später im One, das sind das Multi-Ausschalten, wo der Batman alle ausschaltet mit dem Finisher, die am Boden liegen. Und dass wir den Finisher ab 5 benutzen können.
man versucht eigentlich auch immer, die mit den Kisten abzufertigen, bevor sie uns treffen. Na, das kämpfen die jetzt nicht gerade perfekt. Aber ist noch annehmbar. Ja, das Ende war wirklich traurig. Alfred, ich habe den Joker gefunden. Die Gerüchte gab es ja schon, bevor das Spiel draußen war, dass der Joker stirbt. Aber ich dachte auch, naja, der wird wohl überleben und war dann geschockt. Als ich feststellen musste, es nicht so. So, hier wirft er mit dem Batwing gleich die Scheibe ein und rennt auf den zu und rutscht dann in den hinein. Es ist hier an der Stelle auch irgendwie komisch programmiert, wenn wir die Rauchbombe benutzen würden, würden die zwei sich hier aufteilen. Und jetzt arbeiten wir für, wenn wir wieder zurückkommen, schon ein Stück vor, indem wir die Abdeckung abmachen. Die Taktik hier, die benutzt man wirklich nur auf einfach. Auf schwer wäre die leicht abgeändert. Dann würde man von draußen nämlich schon die Rauchgranate hineinwerfen. Aber auf einfach hält der Batman ja viel mehr aus und da kann man gleich reingehen. Bitte hol mich hier raus. So, und die Feinde, die jetzt die Tür zuschweißen, die ignorieren wir komplett. Und auch die kleine Anleitung, wie man gegen die kämpft, indem wir jetzt hier Explosivgel auf den Boden machen, im Lüftungsschacht zünden, drehen die sich rum. So kommt dann die kleine Erklärung. Nee. So, und wir versuchen jetzt hier uns geduckt an Mr. Hammer vorbeizuschleichen, dass wir gleich zwei von hinten, ne, mit die Köpfe aneinander hauen können. Na, jetzt haben wir leider Pech gehabt und wir haben von hinten eine gekriegt. Das bedeutet, die zwei stehen wieder auf. Das kann man auch, wenn derjenige kommt, leider nicht skippen. Oder vielmehr kontern. Weil der Batman den Move ja doch noch gar nicht zu Ende gebracht hat. Im Normalfall will man, dass derjenige von vorne kommt. Da kann man nämlich kontern und da wären die zwei schon weg gewesen. Ja, das war ein bisschen verkehrt ausgedrückt. Aber das hört sich zwar verkehrt angehört, aber ist die treffendste Beschreibung, die mir gerade eingefallen ist. Ja, weil der Arkham-Reihe einer mit der besten Spielereien ist. Deswegen. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Und der schnellste Weg mit der Catwurm ist über die Dächer. Mit schönen größeren Sprünge. Hier gibt es noch eine schnellere Taktik. Mit einem perfekten Winkel könntest du gleich das Gerichtsgebäude überspringen. Aber das klappt bei mir noch nicht so richtig und deswegen lasse ich das weg. Wie
Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in... Vorsicht, Batwoman! Jawohl, jetzt sieht man gut. Schön, zu Hause zu sein. Ja, das ist wirklich. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Und den Weg jetzt Ivy macht auch ihre Warner anders, aber ich bevorzuge die Taktik hier auf der linken Seite. Am besten. Ja, ich spiele alle gerne und Warner auch alle gerne. Boah, das kann ich irgendwie gerade leider gar nicht so richtig festmachen, welches ich auch da am besten finde. So, mit dem schönen Sprung haben wir jetzt die lästige Brücke übersprungen. Das mal drüber klettern würde nämlich mindestens 20 Sekunden kosten. Hey Pammy, ich habe eine Idee. So, und die zweite Ebene und dritte Ebene sind besonders, wenn man auf schwer One Data interessant. Ah, Mist. Kombo wurde jetzt unterbrochen. Da auf schwer die Feinde ja so viel Lebensenergie haben, dass wir die nie mit wenigen Schlägen K.O. hauen können. Da schlägt man zuerst den hier nieder, betäubt den hier. So, dass die am Rand kommen, springen über die weg und befördern die mit einem schönen Tritt ins Gift nein. So, und jetzt ist ein schöner Trick. Es sieht zwar aus, als würden wir hier versuchen zu fliehen, aber das hat den Sinn, dass wir gleich das richtige Timing haben. Dann können wir nämlich die Fußangeln, wo die Füße werfen, uns schnell ein bisschen bewegen, dass hier auch viele angerannt kommen. Und wenn alles perfekt klappt, hätte der Ivy alle ausgeschalten, aber alle bis auf zwei ist auch noch annehmbar. So, und die Cutscene können wir leider nicht skippen, weil da quasi die Story des Spiels jetzt aufbauen tut. Los, komm her, Harley! Ja, aber ich will wissen, wer ist Schatzi? Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Ja, das ist wirklich ein super Setting. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Ja, und Arkham Knight ist verdammt super, aber viele regen sich ja über die Batmobile-Kämpfe, auf allem im Speedrun-Bereich, weil man da abartig viel Zeit verlieren kann in die Kämpfe. Ich müsste ja kurz was dazu sagen, weil du ja Arkham Knight mehr One tust. Ja, das Batmobile ist eine gute Sache, aber das One kann man das leider nicht so häufig verwenden durch die ganzen Thronen. Da tut man trotzdem wie Vice-City oder Origins mal über Kopf angreifen. Aber ich finde, die Kämpfe sind besonders gut auch im Speedrun. Ja. Ja, wie gesagt, auf das mit die Klippe runterschmeißen oder von der Ivy ausschalten lassen, das bringt auf höhere Schwierigkeitsgrade mehr als auf einfach. Wovon redest du? Aber dennoch ein guter Trick, auch wenn man auf einfach da nicht so viel spart. Man will ja eigentlich immer haben, dass der Ivy alle auf einmal ausschaltet. Das Wichtigste bei dem Trick ist aber, dass man sich mit der Catwoman mehrmals hin und her bewegt. Weil wenn man still stehen bleibt, da kommen fast gar keine an. Wenn wir ziemlich bewegen, denkt das Spiel, wir wollen fliehen. Und will das deswegen hinterher machen. Yep. Also das Comic-Design von der Harley früher war auch schon gut, aber das seit der Arkham-Reihe, was die ja dann auch in die Comics übernommen haben, ist einfach besser. Es passt besser in die heutige Zeit. Der letzte eigene
Was ich auch nice finde, dass der Harley in die Und die haben wir jetzt Pech gehabt, dass der Batman sich an den Verkehrten hochgezogen hat. Passiert manchmal einfach. Aber zum Glück ist das eher selten. So, und die Gegner, die vom alten GCPD-Gebäude sind, die ignorieren wir auch komplett. Indem wir hier vor den landen. Ah, das hat jetzt nicht so perfekt geklappt. Auf alle Fälle benutzt man da Rauch und rutscht dann hier durch. Ja, das ist das Problem, wenn man leider zu weit vorne landet. Ja, das ist das Problem, wenn wir direkt zwischen die Dreie landen. Normalerweise versucht man bei den Trick ja entweder auf den Zaun zu landen, aber wir hatten jetzt ein bisschen zu viel Schwung. An der Stelle ist mir schon der ein oder andere Mann abgekackt. Ich weiß, habe ich schon gesehen. Was ich ja persönlich bei Asylum nice fand, dass der Joker sich nicht verstanden hat. Ja. Und die haben jetzt auch wieder Pech gehabt. Normalerweise will man, dass alle drei nah beieinander sind. Aber das ist manchmal halt, dass der eine wegrennt. Und für alle, die sich schon gefragt haben, wie der Cobblepot es geschafft hat, den Freeze zu besiegen, die Antwort lautet gar nicht. Er wurde von den Strange übergeben. Das klingt nicht gut. Weil der Strange, mit dem war ja alles ein krankes Spiel. Und deswegen hat er die Insassen auch aufeinander gehetzt, also die Superverpresser. Und wollte natürlich hin, dass der Joker geheilt wird. Hat uns einen Freeze festnehmen lassen und dann hat den Cobblepot übergeben. Die Klasse von Harley ist auch bei Arkham Knight zu sehen in der Batgirl Erweiterung. Sieht man die klassische Harley. Ja, da hast du recht. Na, ja, versuchen wir mal den Cobblepot-Besuch ab. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das der Cobblepot war ja eigentlich gar kein Insasse in Arkham City. Sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Der hat das Grundstück, wo das Museum ist, mit samsten Museum und allem, was da drin ist, gekauft und wollte einfach nie gehen. Der Strange hat es mir angeboten, als Arkham City hochgezogen wurde, also die Mauer. Protokoll 10 tritt in 7 Stunden in Kraft. Was ich immer lustig fand bei der klassischen Harley, das kleine Ziel, die kleine zierliche Frau mit dem Riesenhammer. Ja. Ich finde das mit dem Baseballschläger aber besser als den Hammer. Das passt mehr zur Harley. Normalerweise hätte der jetzt ein bisschen mit umfliegen. Der letzte eigentlich immer. So, und die Erklärung, wie man gegen jemanden mit einem Messer kämpfen tut, skippen wir auch, indem wir jetzt A nach vorne spammen, sobald wir die Tür betreten haben. Genau, hat doch perfekt geklappt. Und bei Glitches tut man jetzt die Reihenfolge der Störsender auch ein bisschen abändern. Man holt erst den zweiten, dann den ersten und dann den dritten.
Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme... Was hat mit den besseren Winkel mit dem Reinfliegen dann zu tun? Bei 90% würde man ja den Glitch mit der Elektropistole von Batman benutzen, um sie stoppenunter zu glitchen. Und das ist dann die Position natürlich besser. Und auf einfach ignoriert man die auch, weil der Batman ja hier genug Gesundheit hat. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Schwer müsste man die eben schnell ausschalten. Ja, du hast recht, ich singe die, aber man kann auch nicht so viel erklären, dass das Winch das alles geplant hatte und das Protokoll 10 im Notfallprotokoll ist, weil sie Verbrecher ausbrechen wollen oder Aktivitäten im Erdboden gleich machen. Das hat er da alles geplant. Und wenn er die alle aufeinander hat, ist gut. So, und jetzt haben wir fast alle Updates, die wir brauchen. Die anderen brauchen wir eigentlich gar nicht im Speedrun. Die Kampfupdates. Und dann später noch zwei andere. Da komme ich aber dann drauf zurück, für was die dann sind, wenn wir an der Stelle angekommen sind. So, und hier können wir natürlich das Dach vom Museum benutzen, um mit dem Greifhaken uns hochzuziehen. Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Und wie man auch gesehen hat, kommt man von dem Dach besser rein. Verstanden? Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Für alle, die auch mal ein Batman-Spiel anfangen wollen zu wann, empfehle ich aber lieber Arkham Asylum. Da der Batman dort noch am wenigsten an Ausrüstung hat und auch von Thema Gleiten her und anderen Techniken eher noch ein bisschen schwach ausgerüstet ist, da ist es einfacher zu lernen. Der Batman kann die Ausrüstung nach Arkham Asylum oder nach Arkham City gemerkt haben, einfach weil der Batman die neueste Ausrüstung hat und dass die ganzen Geräte von der Regierung von Wayne Enterprises kommen und der Wayne die so manipulieren kann, dass da Batman und ähnliches hier auftauchen. Genau wie du schon gesagt hast. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Genau. Und es geht erst Batman. Genau. So, was wir jetzt versuchen, das was wir in der Kirche gemacht haben, mit über die Köpfe drüber fliegen, um den Kampf zu skippen, das gleiche versuchen wir jetzt auch. Dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wichtig ist aber, dass wir die hier mit einer Rauchbombe verwirren. Denn sonst würde das immer noch als im Kampf zählen. Wir müssen wirklich nah an die Mauer hier ran. So, man wirklich Schwung. Klasse, dann ist Batman also auf dem Weg hierher und dabei noch stinksauer auf den Boss. Entspann dich. Jawohl, gut geklappt. Ja, die Dialoge, die sind schon nice. Ich werde nicht sagen. Der Verbund um sich.
Mit dem Flug haben wir jetzt geskippt, wie man Aiden mit Panzerung ausschaltet. Jetzt kommt ein kleiner schöner Kampftrick. Dafür brauchen wir natürlich das Explosivgel, aber das normale, nicht die Schnellfeueraktion. Wenn man das manuell auf den Boden sprühen, hat das nämlich mehr Wucht. Und nicht wundern, wenn der Typ losgeht, da stoppt das Spiel kurz. Das ist nicht das Stream, ganz einfach. Was kann ich fokussieren, nicht so viel auf immer Boden zu reißen? Genau. Nämlich schnell, bevor die Katze losgeht, Explosivgel am Boden. Da müssten wir gleich im perfekten Position sein, um alle mit Schnellfeuer jetzt drücken. Niederzureißen. Das hat nicht ganz funktioniert, war so gut, aber geht noch besser. Naja, da können ein bisschen besser sein, aber passt schon. Jedenfalls schneller als jeden einzelnen zu Boden zu hauen. Normalerweise kommt eine Dreifachbetäubung, aber man macht das lieber mit Explosivgel, sieht besser aus. Hier versucht man gleich fast alle, während man auf dem Rücken von den Titan ist, niederzudreschen. Aber wie man sieht, klappt das leider nicht immer. Und hier in dem Fall haben wir leider sehr viel Pech gehabt, dass so viele übrig geblieben sind. Den Pinguin gefunden. Genau, no, wenn du böse bist. Ich schlecht, bleibt man ins Brei. Und wenn ihr Fragen habt zum Speedrun oder dem Spiel allgemein, immer raus damit. Oder beim Batman allgemein, dann immer versuchen, so gut wie möglich zu antworten. Und jetzt sehen wir gleich, normalerweise müssen wir in Schneckentempo übers Eis, wenn das hier einbricht, aber da wir den Greif haken können, können wir das schön nicht umgehen, sondern umfliegen, sag ich jetzt mal. Genau, der Man Bat, das ist der Kurt Langstrom. Bitte hilf mir. Der hat Experimente mit Vampirfledermäusen gemacht. Mir Zeit lassen. Und ist sozusagen wie ein Werwolf, aber sozusagen eine Werfledermaus. Das ist so eine Art Inflation wie beim Spider-Man. Genau. Aber beim Spider-Man hat er die Fähigkeit einer Spinne und behält das menschliche und beim Längsspin ist es andersrum. So wie wir gesehen haben, haben wir das jetzt perfekt umflogen. In der Zeit. Naja, ganz gut. Ich würde sagen, so eine Minute, vielleicht ein bisschen weniger hinter meinem PB. Er hat gefragt, was dein Lieblings-Pokémon ist. Pokémon. Ja. Oh, da muss ich ehrlich sagen, Pokémon, das habe ich nie so richtig verfolgt. Aber von die paar, die ich kenne, würde ich sagen, der Glurak einfach. Wie gesagt, früher als Kind mal ein bisschen. Ich hol sie zurück. Ja, so der Dragon. Komm, Batman. Wir sind hier. Hey, was macht der? Der hat da irgend so ein Computerdings.
Und gleich sehen wir auf dem Insta hämmert den Zwillingsbruder. Da hast du recht, die Stelle war nervig. War beim ersten Mal schon damals halt ein Herzinfarkt gekriegt. Und der Kopf auch auf fast spielt und auf immer taucht der Hai auf. Ja. Vor allem ist es ja nervtötend, im Schneckentempo da durchzumachen. Und hier ist ja auch dann ein schönes Rätsel oder Easter Egg, wie man es auch nennen will. Da sitzen die zwei dann in Zionisch Stahlwerk und haben sich quasi wieder vertragen. Da Mr. Hammer und da Abramowitsch. Auch irgendwie lustig, der eine Bruder arbeitet für den Joker, der andere für den Cobblepot. Jo, vielleicht bist du mal erklären, was dein erstes Speedrun-Spiel war? Na, mein erstes Speedrun-Spiel, das war... aber mehr eher unbewusst... Batman Arkham Origins Blackgate. Da wollte ich einfach das schnellste auf der Liste sein. Das ist ja, glaube ich, in Game Time, oder? Ja, zählt's auch. Also für die anderen Batman-Teile sagst. Ach so. Also ich finde eigentlich, wie gesagt, alle super. Und am meisten habe ich aber City gespielt. Oh, keine Ahnung warum. Wenn, da würde ich was sagen, dass City für mich das Beste ist. So, und wir rutschen jetzt hier übers Eis und machen einen Vorwärtssprung. Ziehen uns hier hoch, aber hier empfehle ich wirklich auf Greifhakenverbesserung zu gehen. Also mit Doppel-A. Weil viele Warner machen das einfach nur so. Aber da passiert es manchmal, dass man zu sehr am Boden lang oder vielmehr mit dem Cape schon im Wasser ist und dann der Tiny einen fressen tut. Deswegen. Ob du auch Gotham mich haust. Also die Serie Gotham. Ja, die schaue ich immer, wenn die hier im Fernsehen kommt, Pro7. Auch wenn man da leider immer ein gutes Jahr hinterherhängt. Da versucht man sich zwar nicht so spoilern zu lassen, aber gelingt meistens nicht immer. Meine, das wäre die Lieblingscharaktere von Sondor, Ben McKenzie als James Gordon oder Robin Lord Taylor als Cobblepot. Würde ich auch sagen, aber ich finde noch den Bulldog dort irgendwie richtig cool. Normalerweise wollten wir eigentlich, dass der eine sich nie umdreht. Batman könnte nämlich von hinten niederschlagen und hätten können die anderen, die dann hochgekommen wären, runterziehen. Aber jetzt hatten wir leider ein bisschen Pech gehabt, dass er sich rumgedreht hat, wo wir die zwei runtergezogen haben. Mussten wir ein bisschen improvisieren. So, und jetzt wird es das gleiche beim Gerüst. Na, sonst wird ja auch hier ein Quicktime-Event dann kommen, wo wir den Tiny niederschlagen müssten. So, und das ist jetzt hier an der Stelle egal, ob linke Seite oder rechte Seite. Ist gleich schnell. Wichtig ist nur, dass wir beim ersten gleich durchrennen können. Gotham finde ich ja persönlich eine sehr gute Serie, aber man merkt, dass sie mir in das Batman-Universum reinpasst, in die späteren Geschichten und anderen Spiele auch. The Noah. Also The Noah Freeze. Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte du. Ich finde den Antrag, wo es die Band Trias. Ja, ich sag's mal so, meistens mindestens zwei, da macht man einen kompletten One durch. Lass mal nochmal ganz kurz, wenn wir die Stromladung einsetzen, können wir gleich
Das erste, was wir, oder das dritte, was wir springen müssen, gleich wieder frei machen. Das funktioniert aber leider nur in der ersten Kampfphase. Also wie gesagt, mindestens 2 Stunden. Manchmal, wenn man da mehr Zeit hat oder mehr Lust hat, macht man da auch mal 2 Runs oder ganz, ganz selten 3. Aber das ist eher selten. Noch eine Frage. Ja, was ist Batman nicht? Was ist aber aus Batman? So. Das ist jetzt bestimmt filmmäßig gemeint, oder? Nein, ich mach vielleicht allgemein Batman. Ich würde sagen, einer meiner absoluten Lieblings-Batman ist der von The Dark Knight Returns, der schon dicht gealtert ist, aber in den hohen Alter immer noch die Verbrecher zusammenhaut. So, und hier versucht man Zeit zu sparen, indem wir eine Solomon Grundy aufladen. Bei Any% würde man hier jetzt den Glitch machen. Und da wäre er auch schon fast aufgeladen. Aber sonst müssen wir wirklich lange drücken. Und das ist einfach nochmal 10 Sekunden schneller, das so zu machen. Solomon Grundy ist eigentlich auch kein Hauptbösewicht von Batman, sondern war eher selten der Gegenspieler. So, und hier versuchen wir jetzt gleich im perfekten Winkel nicht zu warten. Das geht schon mal gut los. Nämlich im richtigen Winkel können wir nämlich explosiv geht, so wie gerade gezeigt, drauf und können dann einen kleinen Endzyklus den Solomon Grundy im besten Fall platt machen. Da muss das explosiv geht aber nah an den Generator sein, den wir springen müssen. Darf aber nicht zu nah sein, dass der Batman in den Strom reinfliegt. Da muss ich mal gucken, ob du das ein bisschen verringern kannst, ne? So, und hier in der Cutscene sperrt der Freeze Cobblepot jetzt ein. Und als Catwoman denkt man schon, dass wir es vielleicht gegen Ende des Runs nochmal zeigen können, weil wir dürften sehr gut in der Zeit sein. Können wir mit der Catwoman den Cobblepot noch ein bisschen provozieren. Ich in Ra's al Ghuls Blut. Okay, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Na, dass wir jetzt an die Wand geflogen sind, macht gar nichts. Wir müssen sowieso warten, bis der Oracle fertig ist, bis die Tür aufgeht. Naja, wenn man es so nimmt, wenn du jetzt mit einem Grundy mainst, der Solomon Grundy, der kann nicht sterben, der ist ein Zombie. Und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Und normalerweise müssen wir jetzt die Blutspur folgen. Aber wir können gleich, wenn man weiß wohin, hier aufs Dach fliegen. Die Blutspur und wir können schön mit dem Greifhaken uns wieder hochziehen und die Ninja mit dem Fliegen verfolgen. Aber nur bis zu einer bestimmten Ecke. Da sonst egal, ob man vor die ist, neben die ist oder nur ein Stück hinten, das Spiel dann denkt, man hätte die verloren. Immer noch mal ein Stück nach unten. Na, jetzt hatten wir ein bisschen zu viel Schwung, da waren wir zu weit vorne. So, hier an der Stelle müssen wir jetzt runter. Es ist leider nie möglich, um die Ecke, ohne dass der Batman sagt, er hätte die verloren. Aber keine Ahnung, warum das so ist. Bei 90% würde man das ja komplett skippen. Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's. So, und hier hatte man kurz einen kleinen Gastauftritt von den Robin gesehen, den Tim Drake.
der so ganz nebenbei mein Lieblings-Robin ist. Ah, jetzt hat man bisher zu wenig Schwung gehabt. Oracle, ich gehe nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein irrer Und wenn wir jetzt Eisenstreben. Mein Signal oder vielmehr, wenn wir später, wenn wir Raff besiegt hätten, hier an der Stelle zurückmachen würden, so wie wir hier reingekommen sind, könnte man ein schönes Easter Egg über den Killerquark sehen. Die Tür ist zwar dann verschlossen und da kommt dann der Killerquark aus der Wand und erzählt dann, dass er riecht, dass der Batman im Sterben liegt und er deswegen nicht kämpfen wolle, weil er ja nur abwarten braucht, bis der Batman stirbt und dann will er sich die Leiche holen. Wir sind jetzt hier in der U-Bahn, wo wir den dritten Störsender ausgeschaltet haben. In 5 Stunden in Kraft. Hier müsste man eigentlich mit der Greifhaken oder mit dem Seillauncher viel mehr drüber. Aber mit einem schön gezielten Sprung können wir dann mit dem Greifhaken das umschiffen. Spart auch nochmal so 3 bis 5 Sekunden. So, die hier drüben. Alles in Ordnung? Die könnten wir jetzt um 2 Orten besiegen. Gib mir für geübte Kämpfer gleich angreifen. Man könnte aber auch die Decke über die einstürzen lassen mit Explosivgel. Und die Taktik würde ich dann empfehlen, wenn man anfängt mit Speedrun. Und so als Tipp, die großen gepanzerten kann man schön unter Stromladung umnieten. Oracle, wie ist auch. Bitte tu mir nicht weh! Ach gut, ich wollte schon sagen. Hey, den einen haben wir runtergefeuert, der ist wohl gar nicht beabsichtigt. Diese Leute sind für da lang! Hier ist da lang! Tja, aber manchmal hat man auch Glück. Und die Stelle hier ist im Speedrun übelst nervig. Also nicht der Raum selber, sondern bis die Schwester, Ärztin, was auch immer, endlich mal hochkommt, dass wir die retten können. Jetzt ging es halbwegs schnell, aber manchmal kann das so passieren, dass es 30 Sekunden dauert, bis man die endlich mal retten kann. Und das ist dann wirklich schon ärgerlich, wenn du auf einer guten Base bist von der Zeit her und dann verlierst du 30 Sekunden, weil die sich ewig in Bewegung setzt. Ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Bist du sicher? Diese Welt ist verdammt. Städte wie Gotham werden wachsen unter allen Leichen. Die sicheren Wege an die Bürger steigen ab. Und wie man schon sieht, steht er ohne das Bisse von der Lazarusgrube, die der Batman Clay benutzen tut. Zwar zum Trinken, um ein bisschen in der einfachen Form,
war der Batman hier drauf gegangen. Mein Lieblingsbösewicht. Ja, für die meisten ist es ja der Joker. Mir gefällt der Joker persönlich auch super. Aber ich würde als Lieblingsbösewicht bei mir eher lieber den Bane nehmen. Ja, der erste war, der den Batman richtig besiegt hat. Das Signal des Senders. Und dann eben, also vom körperlichen Herden Bane, natürlich auch den Joker und natürlich den Cobblepot. Verdammt, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, so, und wenn man anvisiert lässt, kann man laufen. Muss aber immer mit dem Kamerawinkel so bleiben, dass der Batman die im Visier hat. Und man versucht auch hier nie gegen die Ninjas zu kämpfen. Aber manchmal passiert es eben beim Drüberspringen, dass man da das Fenster verpasst, wo es zählt. Hier ein schöner Tipp. Einfach hier dranhängen. Funktioniert aber nur an der Stelle hier. Oder man kann es natürlich auch mit Rauch machen. Was man dann immer hier an der Stelle machen tut, wo dann die meisten Ninjas kommen. Zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. So, und im Großen und Ganzen liegen wir eigentlich gut in der Zeit. Das ist jetzt auch was wir nicht skippen können. Das kann man nur skippen, wenn man Any% machen würde und die Ninja-Verfolgung nicht machen würde, sondern eine Robin-Skip. Müsste man Kontrollpunkt dann laden machen, wenn die Tür hier aufgeht und die Cutscene kommt. Wenn man das nicht macht, wäre die Tür natürlich zu. Und da würde man dann, kann ich ja gleich mal zeigen, von der rechten Seite an der Wand hochklettern. Out of Bounds gehen und dann mit dem Seil Launcher schräg rüber. Kann ich ja mal gleich mal die Ecke zeigen. Wie viel Zeit bleibt mir? Ja, genau, das haben die da ein bisschen abgeändert. Genau hier, ich kann zwar Zeit an die Rand zoomen, weil der Bett mit dem Tode nahe ist. Aber dort dann ganz hinten an der Wand würde man dann über die Schirme klettern und dann out of bounds gehen. Ich schaffe es. Spielen von Batman Arkham Origins, dachte ich, hätte bei ihm pushen, Batman am Ende noch rücken. Also, wenn Batman so hoch nimmt. Ja, dachte ich auch erst. Aber dann die beste Funktion. Und Batman, da muss auch noch gerettet. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Mögen die Prüfungen beginnen. Beim ersten Mal dachte ich, es ist ja ein Royal Hotel, aber da hat der Bane ja den Batman nur aus dem Fenster gefeuert. Auf das Vordach vor. Oder runter vielmehr. Und dann in der Cutscene im Blackgate dann. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten. Aber wie der Urbier schon gesagt hat, der Batman hatte dort eine bessere Panzerung, deswegen hat er es besser weggesteckt. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Na, ja, der Bane hätte ja können meiner Meinung nach bei Dark Knight Returns gewinnen. Aber naja, war zu überheblich, er wollte den Batman foltern. Und das ist nach hinten losgegangen.
Willkommen. Und das hier ist ein Teil der Lazarusgrube. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt eine leicht verdünnte Version zum Trinken. Du musst aus dem Text, die den Batman ein paar kostbare so Stunden länger schenken tut. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen. Was an der Stelle auch noch anzumerken ist, wie lange kämpfen die Zwähne gegeneinander, so die Verbrecherin Gott immer von Batman, und dass er Batman erschöpft von seinen Sieg über die Verbrecherin aus. Die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Während sie in Film über Origins kämpfen. Na, dazu muss man ja sagen, dass Origins im Prinzip, finde ich ja, lose auf die Comicreihe basiert. Denn aber Batman hat es ja dort den ganzen Abend auch mit Haufen Auftragsmörder zu tun. Ja, diese sag, Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, deine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien. Wobei ja bei Origins auch der einfachste Bosskampf in der Arkham-Geschichte ist. Nämlich der Electrocutioner. Brauchst du nur einmal anspringen, das ist ja klar erledigt. Beim ersten Mal musste ich doch so lachen. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Und wir brauchen nur die Worte, bis das Portal komplett aufgeht. Es reicht so, wenn das Sand sich langsam nach unten verzieht. So, und da können wir dann einfach loslassen. Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Oh, gegen 600 Jahre Lebenszeit hätte ich auch nichts einzuwenden. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Und hier mussten wir leider wirklich warten, bis die Plattform ganz oben ist. Man könnte zwar nochmal 2-3 Sekunden sparen, wenn man ein Stück früher springen würde. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu riskant. Vor allem für 2-3 Sekunden ein Risiko eingehen, das wiegt sich für mich persönlich nie auf. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Hier können wir ruhig schon ein bisschen warten, bis wir losfliegen. Und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Na los, komm, geh endlich auf. Prüfungen waren einfach. Gut gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Für uns waren die einfach, aber jetzt haben wir uns den Respekt von der Thale ihre Leibwache verdient. Oder Batman der Zweite ist, der es geschafft hat, nach dem Ra's natürlich selber. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig. Ja genau, 600 Jahre zocken. Das wäre mal was. Es hört sich zwar schon gut an, 600 Jahre zu leben, aber wie man hinter Ra's erfährt, nicht nur hier an die Arkham-Spiele, sondern auch Comics und Filme hat das im Preis, gibt's mal, wo man die Gruppe verwendet, mit Anteil seiner Seele. Ja, das ist natürlich wieder du hättest mich die Kehrseite. Jetzt hätte ich fast das Update und vergessen. Und nimmt aber auch. So, mit dem Update, den brauchen wir eigentlich nur einmal im One. Nämlich klein der zweiten Kampfphase mit dem Ra's, können wir dadurch, wenn es perfekt läuft, alle auf einmal klein besiegen. Damit das Update, um die Zeit quasi ein Stück zu verlangsamen, nämlich Schnee, wird es jetzt wahrscheinlich passieren, dass die Feinde wieder hochspringen.
Und das steht auch wieder Zeitkosten. Und ein kleiner Funfact nebenbei. Man erkennt, wenn jemand die Gruppe verwendet hat, kommt eine große Szene. Im neuesten Batman-Comic Dark Knight Dewey und Frank Miller ist der Batman ja im Kampf gegen die Kryptonier gefallen und wird von Superman in der Lazarusgrube wiederbelebt. Niemals! Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt, seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge, töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter. Irgendwie schon lustig, dass ihr Tyler geklubbt hat, ob Batman dir den Rastblatt machen. Also nicht, dass der Batman es hier könnte, sondern dass er es einfach nie will. Du kannst uns nicht schaden. Wenn man da Rast ankommt, lieber wegspringen. Es gibt so viele von uns. Genau, und durch das Update haben wir jetzt die Kampfsequenz relativ easy gepackt. Hätten wir nämlich das Update nie gehabt, dann wären die nämlich ein paar Mal hochgesprungen. Und wenn man bei der ersten Phase mit der Elektrogun stehen bleibt, tut man bei der zweiten lieber hin und her rennen. Wenn man das richtige Timing hat, kann man den dann noch ein Stück schneller besiegen, als das jetzt hier der Fall war. Und jetzt sehen wir den Vater des Jahres. Was macht ihr da? Die Motivation zum Speedrun. Hör gut zu. Naja, wie soll ich sagen? Einfach mal hier German hier. Denn wenn du es nicht vor tust, ein Jahr töte ich die einzige Person, hier HDQ gesehen hast. Und da war ich begeistert und da hat man sich überlegt, was könnte man Speedrun. Und da ich Batman schon immer gerne gespielt habe, war dann für mich die logische Wahl, es muss ein Batman-Spiel sein. Aber das erste war ja bei mir nie Arkham City, sondern Blackgate. Und danach Arkham Knight, aber nie die Hauptstory, sondern die Arkham-Episoden mit Nightwing. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Da man damals noch nicht die Möglichkeit hatte mit Capture Card und über die Xbox One konntest du ja selber streamen. Was ist da los? Ross befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Leider hatte ich davon nie die Gelegenheit, Knight in der Hauptstory zu wagen, da auf der Xbox leider 20% des Spiels zensiert werden. Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu haben, aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Vor allem wenn dann, kann man sagen, die letzten Abschnitte des Spiels zensiert wird, wird das dann problematisch, mit welcher Zeit man dann in Wirklichkeit hat. Aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ross gesagt, dass er die Grube schließen soll. Der Victor ist jemand des Jahres, was wir alles vermutlich nicht. Ross ist von dieser Grube. Sie sind gut, aber die Taten. Ja, weniger. Ein Freeze finde ich ja einer der befriedigsten Bosskämpfe allgemein in Videospielen. Aber auf einfach natürlich Schnee, da ist er zu schnell down. Aber ist der Freeze ja
Ja, nicht so als Verbrecher. Aber auf schweren Lugen Cluster ist, der ist ein richtiger Gegner. Da muss man alles einsetzen oder fast alles, was der Batman hat. Und jetzt müssen wir den Sharp retten. Dass mir irgendwie ein bisschen zuwider ist. Den eigentlich, wenn es nach mir persönlich ginge, würde ich den nie retten. Und wer der Arkham-Reihe kennt, der weiß auch warum. Beispiel bei Arkham Knight, das ist ja der Bürgermeister. Ist auch gleich der Erste. Der drauf geiert, Batman bloßzustellen, nachdem er demaskiert wurde. Glück haben können wir gleich alle Gegner auf einmal niederringen. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Aber meistens bleibt einer übrig, den ich damit schnell Bedwing weghole. Na, jetzt hätte ich ein bisschen Pech, es sind zwei übrig geblieben. Verdammt gut. Könnte vielleicht mal den Rest des Ones abwarten. Und hier hat man jetzt den Seil Launcher benutzt, weil das einfach schneller an der Stelle ist als fliegen. Ach, wieder den gleichen Fehler wie vor uns an der Stelle gemacht. Und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Und die gleiche Taktik wie am Anfang des Ones ins GCPD hineinzukommen, machen wir jetzt auch. Rauchgranate und dann rein. Ich weiß, er kommt immer gerne hinter ihn gerannt. Aber selbst wenn er ihn trifft, ist das in der Stelle kein Problem. Ja, das stimmt. Ich bevorzuge alles hier vorne zu machen. Es gibt auch Warner, die ein bisschen die Größe des Raums benutzen. Was im Prinzip auch nicht viel langsamer ist, aber jedem das seine, ne? Ich benutze hier an der Stelle gerne den Seilwerfer. Aber hier muss man aufpassen, hier auf den Freeze selber richten. Das klappt nie. Wir müssen warten, bis der Freeze den Magneten vereist hat und dann ein Stück neben dem Freeze. Genau so. Da wird mir auf dem Freeze direkt einen Seilwerfer halten. Wird der Batman das unterbrechen. Und zu guter Letzt tue ich immer gerne den Freeze seinen eigenen Unterbrecher gegen ihn richten. Macht auch jeder Warner anders, aber ich finde das irgendwie immer genial.
Na, der Freeze hat den Batman den Unterbrecher nie geben wollte, mit der Batman, den die gegen den Freeze richten kann. Ein kurzes Story-Update, während wir uns mit dem Freeze hier bekriegt haben, hat der Harley das Heilmittel geklaut. Der Freeze hat ja zwei Ampullen, einen hat er zerstört und die andere hat Harley geklaut. Und der Harley wiederum wurde von da Tanja Algu geklaut und angekettet. Beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, war ich schon verwirrt, wo der Harley dann im Stahlwerk angekettet ist. Dachte, das wäre vielleicht wieder irgend so ein krankes Spiel von dem Joker. Weil doch unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht, es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Vale wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Ah, da wollen wir mal die Biggie retten. Und die meisten fliegen gleich weiter, aber ich bevorzuge immer hier auf der Plattform zu landen. Da ich doch gleich hier aufs Dach anvisieren kann. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe. Ich sitze hier fest und schnell. Also die können irgendwie auch nicht zielen. So nah an den Helikopter dran und ich hoffe es nicht, die Wiki-Wähl um die Ecke zu bringen. Das ist irgendwie schon ein bisschen eine Schande. Er sieht fast so aus, an der Sturmtruppe. Hier spricht Vicky Vale! Ich wiederhole, hier spricht Vicky Vale! Helft mir! Bitte! Hilfe! Wenn Sie mich hören können. Irgendwie muss ich schlachen, wenn ich die Vicky sehe. Ich sorg nur Tata Series. Will jetzt aber nicht so viel spoilern. Wer Tata Series gemacht hat, weiß warum. Du solltest hier in Sie. Und beim allerersten Mal spielen habe ich wirklich gedacht, der Lucius hätte das Heilmittel. Weil der Jarvis Tetchard den Batman hier verwirren tut und den Batman glauben lässt, der Lucius hätte ein Heilmittel. Und da haben sie mich wirklich dran gekriegt beim ersten Mal spielen. Wenn man einen das zutraut, sein Heilmittel zu finden, dann den Lucius. Der ja eigentlich eher auch immer ein unbedeutender Charakter war, aber seit der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan eher eine größere Rolle wieder beim Batman eingenommen hat. Was ich ja persönlich super finde. So, und wenn wir jetzt Glück haben, können wir gleich zwei hier runterziehen. Jawohl. Und das Gute ist ja, dass ich hier draußen in Gotham, oder vielmehr Arkham City, die Rauchgranate sehr, sehr schnell erholt. Aber hier an der Stelle haben wir die ja natürlich jetzt nicht gebraucht. War das von guter Zyklus, wie wir erwischt haben. Na dann, weißt du irgendwas im Und irgendwie lustig ist ja, wie ich finde, auch, der Batman wollte die ganze Zeit herausfinden, was Protokoll 10 ist. Und hätte im Prinzip nur den Gordon fragen brauchen. Oder der Oracle. Und hier benutzen wir auch wieder den Seilwerfer. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit. Spart auch nochmal ein bisschen Zeit. Er sieht ganz danach aus. Mensch, Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja.
Und wir haben alle bis auf einen erledigt und der kriegt einen mit dem Batwing. Gut. Das ist ja scheiße, dass ich Lust an den Kampf damit kriegen kann. Ich werde jetzt mal erklären. Anmerkung. Und hier bevorzuge ich immer eine Rauchbombe zu werfen, statt auf die loszugehen. Der dort hängt ist ja übrigens auch undankbar. Wenn man den rettet und der Batman den Rücken zuwendet, schlägt er auf den Batman ein oder will einschlagen. Je nachdem, ob man kontern kann oder nie. Das finde ich wirklich Dankbarkeit. Ich habe mich ins Kamerasystem des RAS gehackt. RAS-Mitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Das hier macht keinen Unterschied, ob wir das von weiter weg machen oder von dort oben, wie es eigentlich gedacht ist. Oder sagen wir es mal so, es macht keinen großen Unterschied. Wir benutzen die meisten einen Seilwerfer und tun sich an der Wand abstützen, um hier zu landen. Aber ich benutze die Taktik, die ist einfach sicherer. Maximal so 2 oder 3 Sekunden. Ach, die kostet fast gar nichts, wenn überhaupt. Na, ist jetzt der Sprung nach hinten nicht geklappt. Aber das ist egal, ob wir hier getroffen werden oder nicht. Schon gut. Und bei dem Raum gibt es leider keine richtige Konstante. Man hat eine ungefähr eine Vorstellung, wie man den Raum machen will. Jetzt haben wir wirklich Pech. Dass alle hier oben hängen. So, und viele tun hier vor allem auf Schwert dann einen Freeze Grenade einsetzen, um den zu vereisen. Aber hier auf einfach brauchen wir uns nicht. Weil selbst wenn er einen treffen tut, was eher selten ist, verliert der Batman jetzt nicht die Welt an Gesundheit. Habt ihr diesen Protokoll 10 missbildet, von dem Strange ständig labert? Und die hier unten, die drei, die ignoriert man komplett. Da man einfach nur zur Tür gehen muss, kurz warten, bis das Spiel dann merkt, oh, die kommen ja eh nie hier hoch und könnten Batman irgendwas anhaben. Und empfehlenswert ist hier, statt normal auf den Joker einzuschlagen, den zu betäuben. Aber sonst passiert das manchmal, dass er 2-3 Mal zu Boden geht und dann wieder aufsteht. Hast gewonnen, hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich. Mich? Ich meinte mich und diese Jungs! Und die schnellste Taktik ist hier dann gleich auf Mr. Hammer loszugehen, wenn der dann runterkommt. Dann immer dann wieder den Bad Schwarm machen. Aber manchmal passiert ja auch ein Fehler. Da trifft der einer, obwohl er den Hammer unten hat. Da kommt die Animation nie, wie er ausholt und auf den Boden schlägt. Ah, jetzt wurden wir leider getroffen.
den Joker kann man wirklich nur als letztes. Sonst steht er nämlich immer wieder auf. Aber im eigentlichen Sinn ist es ja nicht der Joker, sondern der Clayface. War es das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und... Und bei Andy Present lässt man ja eigentlich die Catwoman immer gerne raus. Da der Catwoman keinen einzigen Glitch hat, um das irgendwie zu beschleunigen. Und das hier ist die beste Taktik, das klappt aber nie immer. Unter der Brücke durch. Und hier kommt gleich die Stelle, die jeder, der mit Catwoman One tut, hassen tut. Der Einbruch in den Tresorraum. Man hat zwar eine schnelle Taktik, aber wenn man einmal gesehen wird, verliert man mindestens eine Minute, weil dann der Tresorraum abgeriegelt wird. Tigerzentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Wir könnten ja eigentlich auch klein scheiden und den alternativen Sender für Arkham City wählen. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit da rein. In denen dann der Joker quasi die Unsterblichkeit bekommt. Und der Batman stirbt, Arkham City verwüstet und Gotham noch dazu. Ja, das ist ein nettes Ende, was man so, wenn man Cashflow spielt, mal machen kann. Das ist die schnellste Taktik, aber ich empfehle immer ein Stück nach rechts noch zu gehen. Weil manchmal der, der um die Ecke kommt, ihn beim Hochspringen sehen kann. Und da opfere ich lieber die 1 bis 2 Sekunden, um noch einen Schritt nach rechts zu machen. Was ist los? Und hier einfach mit der Peitsche die nieder. Schlagen die ganz. Aber wieder zu ringen. Das ist einfach schneller und sicherer als sinnlos auf die einzuschlagen. Das wird jetzt zwar auch wunderbar klappen. Hier Tiger 54. Sie haben sichtbaren Kontakt und können. Aber wäre in dem Sinne dann riskanter. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl und das ist der Teddy von Bait. Da muss man einfach lachen, wenn man weiß, wer der Bane ist und dann der kleine Teddy. Und der Catwoman tut sich ja nicht an den Deal mit der Ivy halten. Der Deal war da. Ivy macht einen Tresorraum offen, dafür die Catwoman die Pflanze, die dort steht, mit raus. Man kann zwar mit der Pflanze interagieren, aber der... Ah, zum Glück war es nur Xbox Live. Das ist gerade schon Schreck gekriegt. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist also wie gesagt, man kann mit der Pflanze interagieren, aber der Catwoman tut die eher nur runterschmeißen dann.
Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Muss ich denn hier alles alleine machen? Nicht sterben, Batman. Ich komme, um dich zu retten. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Tja. Ja, das ist ja wirklich angebracht. Nee, aber ich dachte, jetzt hast du Shit Xbox Live getrennt, dass das Internet Whip wäre. Oracle. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Und hier gibt es wirklich einen schnellen Zyklus, wo man, aber der ist eher selten, dass man alle Helikopter scannen kann. Mehrere Ziele neutralisiert. Gleich zu Beginn. Aber das wird uns hier in der Kategorie sowieso nichts bringen. Da wir eh quer durch Arkham City müssen. Any percent wäre es aber wiederum gut. Ziele wurden bekämpft. Dann ist jetzt wahrscheinlich ein Tick zu langsam. Weil bei Indie Percent könntest du nämlich gleich dich in den Boden glitschen beim Stahlwerk. Und hättest dadurch mindestens, wenn du den Zyklus perfekt schaffst, anderthalb bis zwei Minuten gespart. Nur 5 Sekunden hinter deinem WR, also könnte noch neuer werden. Wirklich nur 5 Sekunden? Ja, also ich habe den Stand genommen, wo du gerade in Produktion eingegangen bist, da waren es 5 Sekunden. Das gerade den letzten ausgeschalten und im WR. Hast du schon die Tür aufgemacht gehabt? Achso. Also heißt es Daumen drücken. Ja, das wäre dann in den Cinnabon-Konsolen WR. Weil der PC dann nochmal extra gelistet ist bei Arkham City. Aufgrund von Ladezeiten, Unterschieden von bis zu 5 Minuten. Und dabei sind dann immer Cutscene-Skips mit eingerechnet. Neutralisiert. Oh, hoffentlich krieg ich einen Helikopter jetzt. Ah, bloß Gott. Wenn der uns nämlich gesehen hätte, hätten wir können sehr viel Zeit verlieren, bis wir den hätten können abschütteln. Dass er die Verfolgung aufgibt. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei über 100. Ich hab den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Die Helikopter so wenn Talia etwas zustößt, sagt Alfred, dass es seine Schuld war. Den WR-Versuch gekostet haben. Na, da kann ich auch ein Lied singen. Ah gut, ich weiß jetzt hier, ich bin nicht vor kurz orientierungslos. Weil ich den Helikopter noch nie so zum Scan hatte. Hab sonst eigentlich immer andere gehabt. Die Scharfschützen, die ignorieren wir auch hier komplett. Das zählt natürlich aber nur so lange, die uns noch nie gesehen haben. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Die sehen uns zwar jetzt, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt kommt auch so eine kleine Mini-Cutscene, sag ich jetzt mal, ein Gerät von Strange. Diese Tigerwaffen haben Betäubungs. Ah, jetzt leider nicht ein Stück zu früh losgelassen. Ein Stück später und ich werde direkt auf den gelandet. Das war jetzt gerade so nicht geplant. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Hast du je in Erwägung gezogen... Und in die darauf folgenden Gespräche kristallisiert sich heraus, dass das Strange nur eine Marionette ist.
Sie vermehren sich wie Bakterien. Und der eigentliche Strippenzieher oder ganz arg im Citidor-Ras ist. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman. War das auch immer hier so nervtötend im One? Werde ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite meines Meisters. Wenn die sich ja alle formieren, müssen wir hier stehen bleiben. Und selbst wenn wir laufen würden, würden die ihn einfach nur zurückschubsen. Und wir könnten absolut nichts machen. Oh, jetzt haben wir schön viel erwischt. Man versucht ja eigentlich dann auch immer den Gepanzerten mit einer Stromladung so auszunocken, dass der während der umfliegt noch ein paar andere mit zu Boden reißt. Das wäre Idealfall gewesen. Und hier müssten eigentlich ein Rätsel mit einem Seilwerfer machen und eine Kletterpartie, aber mit einem schönen gezielten Flug. Haben wir das jetzt übersprungen? Der Flug, das sah jetzt einfach aus, aber wenn man den am Anfang lernt, tut es das schon ein bisschen nervend aufreibend. Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Perfekt, und man versucht auch an der Stelle immer hinter die zu gelangen. Dass man die schön mit einer schönen Aktion umlegen kann. Möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme. Manchmal klappt es auch schön, dass wenn man in die Mine hinter uns reinrennt, dass wir die zwei, die wir jetzt gerade ausgeschalten haben, so mit zur Boden reißen. Aber das ist eher selten, dass das klappt. In den nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Ruhig runterfliegen. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt hat mich sehr gefreut. Wir sind die Zukunft. Das ist inakzeptabel. Ich dachte, ihr werdet besser ausgebildet. Das ist noch nicht vorbei. Batman. Und man erfährt ja auch, dass der Ra's in Großteil von Arkham City schon von vor über 100 Jahren gekauft hat. Was glauben Sie, was Sie da machen können? Sie können mich nicht aufhalten. Ich habe gewonnen. In einer Stunde wird der gesamte verbrecherische Abschaum in Klammer aufgezeichnet. Ich werde Ihren ergebenen Wayne Miller heraus und durch die Straßen vom Kontinent treiben. Doch bringe ich ihn darauf, der Welt von ihren Scheitern zu berichten. Sein Name ist für die Experten. Ich denke mal, wenn es gut läuft, dass wir da Sub 2 machen. Hätte irgendwie mit viel mehr Fehlern gerechnet. Und die Szene, die erinnert mich immer an den Film Batman Forever, wo die Feinde und ein Two-Face auf den Batman warten. Und nur scheiße für die Handlanger und den Strange, dass wir schon lange viel weiter oben sind, wenn der Fahrstuhl aufgeht. Und viele würden hier runter gleiten und sich schon Schwung holen. Hätte so 5 Sekunden nochmal extra bringen. Aber ich bevorzuge das lieber so ein Stück langsamer, aber dafür sicher.
Sir, die ersten Bombardements auf das Museum wurden durchgeführt. Das Ziel Mist. Das müssen wir leider Kontrollpunkt laden machen. Der erste Fehler und den One. So war es jetzt wirklich leider nie geplant. Nächster Halt, Beobachtungsplattform. Vorsicht, der Aufzug. Sicher die Tür. Ja, Sir. Sobald die Tür aufgeht, töten wir jeden im Aufzug. Das ist zwar schade, dass es jetzt so gekommen ist, aber naja. Immer noch gefragt, wie lange man braucht, dass das Spiel, wenn man Cash verspielt, dass es gerade so Stunden sind. Ja, das kommt drauf an, ob man Nebenmissionen mitmacht, aber ich würde sagen, wenn man das zum ersten Mal spielt und ohne Nebenmissionen hat man da schon einiges an Spaß. Würde man so sagen, 8 Stunden vielleicht. Tigerzentrale, wir sind beim Turm, keine Spur von Batman. Gut, der Trick sah jetzt nicht ganz elegant aus, aber hat geklappt. Und wenn man Nebenmissionen macht, da hat man bestimmt schon mit Nebenmissionen 15 Stunden beim ersten Mal. Weil man da sowieso ja immer aufmerksamer, oder zumindest ich dann immer aufmerksamer bin. Und immer so rumgucke, was bietet das Spiel alles, also da hat man schon seine 15 bis 20 Stunden. Auf dem Turm gibt es keine Spur von Batman, Sir. Gut. Vielleicht ist er abgestürzt. Dazu gibt es ja auch noch die Herausforderung. Die ersten, die übelst einfach sind, und dann die extremen, die richtig abartig sind. Und vor allem, wenn man ja alle Erfolge oder Trophäen, je nachdem wo man spielt, holen will, muss man ja dann auch verschiedene schwere Herausforderungen mit extra Hindernissen machen. Zum Beispiel Minen auf der Karte und so. Euch in dem Raum irgendwo. Und so als reines Casual-Spiel ist das Arkham City ja schon verdammt nice. Und jetzt kaufen wir uns das allerletzte Update in den One. Das war zu viel gut hier. Die Batclaw und Waffnen. Das ist gut, dass man mich jetzt auch gut verstehen kann. Man nimmt mich deswegen etwas ruhiger, damit man den One besser genießen kann. Und hier in der Cutscene, die jetzt kommen würde, verliert der Stranger sein Leben durch den Ras. Dann kann man schon so sagen, dass der Strange den Ras aber noch gehörig in die Suppe spucken tut mit Protokoll 11, der noch den ganzen Turm sprengt. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Ja, Bad Timing, ja. Und die Brandstunde von Joker können wir ohne überspringen. Eine kleine Anmerkung noch. Der Tod mit dem Wish Al-Ghul. Mir war der Arkham City, davon hat der Wish sich in der kompletten Arkham-Reihe dann nicht mehr erholt, also sprich Arkham Knight, da war ein lebender Zombie. Ja, das stimmt wirklich. Ich denke nochmal, aber dass die eine Grube, die da man noch findet, hier kann den Ras wieder vollständig genesen. Ja, das stimmt wirklich. Auf dem PC tut man ja manchmal auch hier den Abschnitt mit den anderen Teilen aus irgendeinem Arkham-Spiel austauschen. Auch interessant. Aber auf Konsole ist es ja leider nie möglich. So, und der Trick, der ist wirklich genial. Wer den noch nie gesehen hat. Und zwar wie folgt, wir entwaffnen jetzt gleich von einem bestimmten Punkt auf der Karte alle Scharfschützen, was ja casual schon ein bisschen nervenaufreibend ist, vor allem dann noch schwer. Und der Trick funktioniert wirklich auf jeden Schwierigkeitsgrad. Entwaffnen.
Und die Türen gehen dann trotzdem auf, weil das Spiel denkt, die Feinde sind hier auf die Dächer und wir wollen die jetzt runterkommen und den Batman noch aufhalten. So, das ist Standard und dann macht dann aber hier jeder Warner noch ein bisschen anders, welche er entwaffnet. Ich mach eigentlich das immer gerne so, den einen umhauen, dann hier den entwaffnen und den noch umhauen. Aber die zwei hier unten nie entwaffnen. Weil dann gibt's dann den Fehler. Die sind dann. Na, ich sorg's und mach's auch noch. Na, jetzt hatte ich Glück, dass ich das noch safen konnte. Wenn man die nämlich entwaffnen tun, sehen die ganz hier vorne bei so einer Waffenkiste dann sehr oft. Na, das war jetzt gerade. Ich rede noch davon, Jorni entwaffnen und Max einfach. Anzumachen ist auch noch, dass der Bruce Wayne, also der Batman, einen Sohn mit der Talia hat, Damian Wayne, der später auch zum Robin wird. So, und ich habe mich hier mit Absicht treffen lassen. Das hätte jetzt eigentlich nicht so geplant, wie es eigentlich sollte. Weil meistens, wenn man sich an der Stelle treffen lässt, kommt der Clayface Clay mit der Kugel auf ihn zu. In dem Fall ist er aber gesprungen. Und wie wir schon gesehen haben, mit Explosivgel an der richtigen Stelle können wir dem Clayface sehr viel Energie abziehen. Aber der Trick, der ist bei mir leider nicht gerade konstant. Darfst du denn überhaupt? Da klappt, wenn überhaupt, gerade mal die Hälfte. Was machst du da? Und er hat nicht geklappt, aber in dem Fall hatte ich noch ein bisschen Glück gehabt, da die Fässer nie hochgegangen sind. Noch viel schlimmer ist das, wenn der Trick nicht klappt, aber die Fässer dabei zerstört werden. Das ist gerade das Schlimmste, was dann wirklich passieren kann in den One noch. Viel schlimmer wäre es jetzt noch drauf zu gehen. Ja, komm, komm. Das wäre vielleicht angedacht. Du sagen gedacht, wenn du die Heilung holen würdest. Ja, passt schon, passt schon. Ja, das war jetzt ein Clayface-Kampf, wie er eigentlich nie geht. Könnte man denken, aber nein, ist dieser Bruder vom Hulk. Der Hulk würde den Clayface locker auseinandernehmen. Na, das war jetzt ein bisschen riskant, auf die Heilung zu verzichten, aber es hat noch geklappt. Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ich glaube, es ist auch gut gegangen. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend. Oh, der Joker sieht richtig runtergekommen aus. Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Und hinter dem Monarch Theater ist die Crime Alley. Wo das Stranger richtig symbolisch die Umrisse von Thomas und der Martha Wayne aufgezeichnet hat. Gibt es auch eine Trophäe oder einen Erfolg. Je nachdem, wo man spielt, wenn man da eine Minute Respekt erweisen tut. Crime Alley sah ja bei jedem Batman-Spiel oben ein bisschen anders aus. Yeah.
wenn man ganz viel Pech hat, kann das manchmal auch passieren, dass wenn zu viele Mini-Clayface da sind, dass die die Eisgranate abwehren und der Clayface wieder verschwindet und wir die ganze Welle nochmal machen müssen. Beide können auch noch eine verbesserte Freeze Grenade bekommen als Nebenquest. Damit wird der Carlo noch schneller gefallen. Aber den Aufwand, die zu holen, das ist einfach nie wert. Und hier ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Der eine, der die Freeze Grenade abgefangen hat. Also die deutsche, ja die englische Version gemischt ist, der Arrow macht am Freitag aus, glaube ich, noch. Ja. Arkham Asylum One, der würde auch auf Englisch spielen, dass die englische Stimme da mehr gewünscht ist. Na, mir wäre das egal. Und nein, man muss keine Minute lang F drücken, das reicht so, wenn du hingehst, die Taste drückst, der Batman geht in die Knie und nach einem erneuten Drücken der Taste steht der Batman wieder auf. Und jetzt passiert, dürfte eigentlich immer viel schief gehen. Es gibt noch einen Skip, einen Kampfskip mit der Catwoman, der spart, wenn der durchgeht, 30 Sekunden. Aber ansonsten passiert dann immer viel, was schief laufen kann. Bis auf der Kampf gegen den Two-Face ist es zwar auf einfach, da stimmt man klar auf den zu, möglich dazu sterben, aber relativ unwahrscheinlich. Weil das in meinem ganzen Ganz nur ein einziges Mal passiert, auf einfach gegen den Two-Face zu sterben. Aber sonst ist das eigentlich mit der Taktik auf einfach eine sichere Sache. Ja, du hast recht, das sind zwei Legenden. Wo sind meine genau, Home Sweet Home, wie der Catwoman auf Englisch sagen tut. Immer Kevin bricht ja schon so lange den Körper. Na, Kevin schon lange Batman. Du hast dich also entschlossen. Der damals schon der grandiose Batman der Animated Series. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle. Bis auf bei Origins sind die zwei nicht dabei. Aber auf Deutsch ist wieder das Gute, das fällt nie auf, weil man da die gleichen Synchronsprecher genommen hat. Und der Skip, der Kampfskip funktioniert wie folgt: Wir versuchen in den toten Winkel zu landen und dann schnell um die Ecke zu rennen. Und in die meisten Fälle klappt das eigentlich auch ganz gut. Da muss man aber vom Dach springen. Nämlich hier an der Ecke. Und es hat funktioniert. Aus irgendeinem Grund realisieren die erst übel spät, dass die Catwoman da ist. Wenn man das doch schnell genug machen tut, kommt man durch die Tür. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hat? Was zum Teufel treibt die hier? Da ich ja noch am Freitag Arkham Knight zeige, könnte ich beispielsweise, falls gewünscht, die englische Tonspur verwenden, weil da auch das Lied, was der Joker singt, viel, viel besser ist als auf Deutsch. So, und die Handlanger hier, die skippen wir auch. Wir rutschen einfach gleich durch die Tür durch oder durch den Gitter.
Und selbst wenn wir getroffen worden wären, da wäre das gleiche gewesen wie vor dem Kampf gegen den Joker. Hätte man kurz warten müssen. So, und hier ab der Stelle geht der One dann noch eine Minute bis anderthalb, je nachdem wie der Two-Face jetzt gleich laufen tut. So, und hier lassen wir uns klar in der Ecke fallen und kommen dann automatisch hier oben hoch. Das ist einfach auch noch mal ein kleines bisschen schneller als es auszulaufen. So, wie gesagt, die Angriffsstrategie gegen Two-Face ist einfach auf den Tropf. Sich nicht trauen zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird. Und das klappt eigentlich ganz gut. Nur manchmal hat man Pech, wenn die Catwoman dann sich dazu von Two-Face einzuschlagen. Auf die Handlanger losgeht. Nein! Sorry, Harf, das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die Gesundheit. Und damit wär's auch schon mit den One. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest habe ich weggegeben. Gewonnen. Normalerweise splittet man eigentlich, wenn es finster wird. So, und jetzt übergibt man oder übergibt die Catwoman die Kontrolle wieder an den Batman. Könnte man jetzt noch Nebenmissionen so machen. Nicht verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. So, ich weiß jetzt nicht, ob der nächste One schon bereit ist. Wenn nicht, könnte ich nur ein, zwei Glitches zeigen, die man bei Any% auf Konsole machen würde. User joined your channel. Hallöchen. Hallo. Also ist der nächste schon dran oder kann ich schon kurz was zeigen? Kannst du nur was zeigen? Ja, also auf Konsole würde man hier, wenn man Any% machen würde, den Skip machen, indem wir hier, am einfachsten geht das auf der Plattform vom Whittler und dann Greifhakenverbesserung an der Stelle. Und schon sind wir out of bounds. Nach unten. Ach, Mist. Sind wir jetzt leider hängen geblieben. Das Schwerste bei dem Trick ist aber, dass manchmal die Plattform, auf die wir zwischenlanden, verschwindet. Das war gerade auch auf ihr Effekt. So ungefähr, ne? Ja. Den Skip, wenn der durchgeht, dann zeigt man bei Any% zweimal. Einmal um Robin seiner Schein zu skippen und einmal um die Rede von dem Hugo zu skippen. Nachdem man den Code hat, der Helikopter. Also vom Helikopter, ja. Und hier ist es wichtig, lieber ein bisschen tiefer angeflogen zu kommen als zu hoch. Weil sonst, wie gesagt, dann die Plattform verschwinden würde. Wenn wir hier gelandet sind, ziehen wir uns mit dem Greifhaken nach oben. Und können dann durch. Und wichtig ist, dass wir dann hier landen. Dann würden wir dann durch die Tür gehen. Und dann ins Wasser unter uns an einer bestimmten Stelle hineinspringen.
damit hätten wir dann die ganze Verfolgung geskippt, hätten aber dann dafür ein Update für den Seilwerfer nicht mehr. Also wenn der nächste Luandane bereit ist, würde ich schon noch einen Trick zeigen. Einen kurzen können wir noch machen, ja. Ja. Und wenn wir den Trick gemacht haben, müssten wir dann Kontrollpunkt laden machen. Spätestens hier an der Stelle. Sonst wäre dann die Tür, wo dann die Eltern durchkommen, zu. Ich kann da vielleicht nochmal kurz zeigen, wie das dann aussehen würde, wenn man das im Kontrollpunktladen nicht gemacht hätte. Würde man nämlich hier auf die Kisten mit dem Seilwerfer drauf machen. Dann hier auf den Schirm drauf. Hier oben jetzt out of bounds gehen. Batman wollte gerade nicht so richtig. Genau. Dann hier auf die Ecke landen und dann hier durchfliegen. Und dann mit dem Seilwerfer hier drüber. Und dann würde dann die Katze mit der Talia kommen. Und das war dann auch schon der Trick. Und der Trick, der würde dann auch so nochmal eine Minute sparen, wenn man den Klei hinbekommt. Nice. Minute ist ja schon einiges. Ja. Und wenn man es nicht packt, kann es aber sein, dass man da einiges an Minuten auch lässt. Na gut, ist oftmals bei einigen von den größeren Tricks auch in anderen Runs so. Genau. Gut. Dann danke ich euch auf jeden Fall für den interessanten Run. Danke, dass ich ihn zeigen durfte. Immer wieder gerne. Ja. Und dann wünsche ich allen noch ein schönes weiteres Event und da sehen wir uns den Freitag zu meinem Arkham Asylum Run. Mich dann zum Arkham Knight Run. Genau, ihr beide habt ja jeweils noch einen Run. Ja. Gut, dann danke ich euch. Ja. Freue mich schon darauf, euch die Woche dann nochmal wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch schon. Naja, die Zuschauer freuen sich bestimmt auch. Ja, denke ich mal schon.